And you, you, you. Die ersten 8 Schritte. Ein Walk vorwärts mit rechts. Den rechten Fuß nach vorn. Das Gewicht wechseln und zurück. Jetzt folgt ein Coaster Step mit rechts. Den rechten Fuß nach hinten. Den linken Fuß an den rechten ran. Und den rechten Fuß wieder nach vorn. Diese 4 Schritte machen wir jetzt spiegelverkehrt. Ein Walk vorwärts mit links. Den linken Fuß nach vorn, Gewichtwechsel, zurück und ein Coaster Step mit links. Den linken Fuß nach hinten, den rechten Fuß an den linken Rand und den linken Fuß wieder nach vorn. Und diese 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte. Wir setzen den rechten Fuß rechts ab. Den linken kreuzen wir dahinter. Jetzt machen wir ein Shuffle mit einer Vierteldrehung nach rechts. Das heißt, den rechten Fuß zur Seite, den linken ran. Jetzt machen wir die Vierteldrehung nach rechts und setzen den rechten Fuß vorn ab. Jetzt setzen wir den linken Fuß vor den rechten und machen eine halbe Rechtsdrehung. Und ein Shuffle vorwärts mit links. Links vor, rechts ran. Links vor. Und diese 8 Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte. Jetzt folgt eine ganze Drehung. Wir setzen den rechten Fuß hinten ab und machen dabei eine halbe Linksdrehung. Machen noch einmal eine halbe Linksdrehung und setzen den linken Fuß vorn ab. Jetzt folgt ein Shuffle vorwärts mit rechts. Den rechten Fuß nach vorn, den linken ran, den rechten Fuß nach vorn. Jetzt setzen wir den linken Fuß vor den rechten und machen eine halbe Rechtsdrehung. Und zum Schluss noch ein Shuffle vorwärts mit links. Den linken Fuß vor, den rechten ran, den linken Fuß vor. Und diese 8 Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Bei den nächsten 8 Schritten drehe ich mich rum, dann sieht man das besser. Das war der Ausgangspunkt. Jetzt folgen 2 Kickball Cross. Wir kicken die rechte Fußspitze nach vorn. Setzen den rechten Fuß an den linken Rand und kreuzen den linken Fuß über den rechten. Das gleiche machen wir noch einmal. Den rechten Fuß nach vorn kicken, den rechten Fuß an den linken Rand und kreuzen den linken Fuß über den rechten. Diese 4 Schritte zeige ich noch einmal. 1 und 2, 3 und 4. Und zum Schluss noch ein Montorritum. Wir setzen die rechte Fußspitze rechts ab, ziehen den rechten Fuß an den linken wieder ran, das Gewicht ist links, machen eine halbe Rechtsdrehung und setzen die linke Fußspitze links auf und zum Schluss noch den linken Fuß an den rechten wieder ran. Und das Gewicht ist zum Schluss auf dem linken Fuß. Ich zeige diese letzten 4 Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4. Und die letzten 8 Schritte noch einmal im Zusammenhang. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8.
Am Ende des Tanzes kommen noch folgende Schritte hinzu. Das war der Ausgangspunkt. Jetzt kommt zum Schluss noch hinzu ein Rockstep, vorwärts mit rechts, den rechten Fuß nach vorn, das Gewicht wechseln, wieder zurück. Jetzt folgt ein Coaster-Step mit rechts, den rechten Fuß nach hinten, den linken Fuß an den rechten Rand und den rechten Fuß nach vorn. Und machen zum Schluss noch ein Cross, das heißt den linken Fuß über den rechten. Und mit drei Schritten machen wir eine halbe Drehung rechts rum. Und ich zeige diese Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt ist der Tanz zu Ende, beziehungsweise er fängt von vorn wieder an.